Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin 19 Challenge Projekt mit dem Schmissi Busy. Ah ja, servus, übrigens bin Chrissy Gaming, wenn schon. Und jo, wir haben in der letzten Folge ein kleines Problem mit dem Schneider kaputt. Ja, das haben wir gerade repariert. Ein halbes Jahr gebraucht, nur bei der Pfosten ist es hinkriegt. Hallo. Na, das soll ich auch nicht so fahren. Da konnte ich eine halbe Stunde das scheiß Mähwerk da irgendwie rausfischen. Ja, ja. Vor allem. Mimimi. Ich hätte damit wie eine besenkte Sau. Ich hab die gern. Mimimi. Naja, ich hau dir kleine Mimimi, Alter. Ach, ja, scheiß keine Ahnung. Ich hab mal hin, hier irgendeinen Kollegen ranzuschaffen, Alter. Was für ein Kollegen? Weil er keine Zeit hat. Weil er keine Lust auf die hat. Wow. Einfach wow. Oh scheiße, das ist ein Big Pack. Oh. Lass mein Big Pack im Wesen. Ich muss los. Wenn da unten irgendwas ist, ich werde ich zerr dir an, eine, ich sag's dir. Schneller, Drescher, schneller. ich bin genau oben bei dir gleich, ey, bei meinem Feld. Kann ich auf deiner Wiese was abstellen? Nee, oder? Ich zerr dir gleich so eine, dass da kannst du sicher sein. Okay, dann eben nicht. Sorry, Alter. Na, kannst absteigen, spitz nicht. Nö, mach ich nicht. Nö. Doch, kannst du, jetzt halt die Klappe. Nö, hab ich verstanden. Hä, lol, jetzt downloaden doch alle. Oh, da wird sich der Kollege freuen. Da wird sich einer freuen. Was denn? Ob der noch online ist? Ja, alles gut. Bin aktuell. Ich hatte heute Morgen eine angeschrieben und der kriegt jetzt gleich erstmal einen Test. Der durchzieht gleich erstmal einen Test von mir. Oh, Alter, ich bin der beste Drescherfahrer der Welt. Merkt man grad. Hat der Zaunkollision? In der Map hat gefühlt alles Kollision. Perfekte Map für dich. Moin, servus, moin! Alter, ist schon wieder Unkraut drauf. Ah ne, es ist kaputt. So. Schön über das frisch gemähte Gras fahren, ist in echt auch sehr empfehlenswert. Alter, wer ist hier durch mein Feld gefahren? Willst du mich eigentlich rollen? Ich bin nicht durch der Feld gefahren. Ja, ja. Kannst du gerne meine Aufnahme von der Dashcam auf anschauen. Von der Dashcam, Junge. Kommen Sie so, Alter. Aber bei den Unfällen, die du gemacht hast, hast du 5 Millionen Dashcam. Halt die Kappe. Ab geht die Luzi und die Luzi geht ab. Die Luzi geht ab, die Body geht ab. Da. Oh, jetzt ist ein bisschen Sojabohnen-Scheiße auf dem Feld. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Bei dir schallert's gleich. Wow. Seht ihr, wie er mich bedroht, Leute? Merkt sich das schon mal für die Polizei. Nein, scheiße, ich wollte das Feld 40 doch noch kaufen mit den Sojabohnen. Nein! Oh, warum sagst du mir das nicht? Weil du zu geringverdienerig bist. Wow. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Doch, ich schon. Ich aber nicht. So, letztes Feld treffen, Leute, bin ich fertig. Oh, jetzt kommt hier nur Scheiße im Radio. Warte, ich mach mal kurz ordentlich Musik hier rein, Leute. Scheiße kann sich kein Mensch geben. Oh, das erste Video ist fertig. Oh, yeah. Wo ist der Video? Alles gut, alles gut. Warum ruckelt's jetzt so?
Was ist mit deinem Internet schon wieder? So, hä? Bei meinem ist gar nichts. Seitdem. Das hat nichts mit mir zu tun. Doch. Wow. Gar nichts. Ja, auf jeden Fall schauen wir, damit wir die Folge das fertig abmitkriegen. Und dann passt das. Dann können wir den Herrn Kollegen die Wisch-Schneidwerke zurückgeben und dann passt das. Merke ich mir. Der Geringverdiener hat sich kein Schneidwerk mit Schwartoblogge da leistet. Du Homo, hast du nicht mehr eins, das war ich. Ich lass halt lieber andere das kaufen, bevor ich mein Geld ausgib. Ja, du lässt lieber andere arbeiten, ich weiß, weil du zu faul bist. Nein, ich bin nur der Geschäftsmann da. Ja, ja. Ich merk schon. Mann, komm doch schon. Sie hauen auf der Boden. Alter, die sind immer noch Ballen von mir. Ich sehe mich schon im Ideal. Ich glaube, den kaufe ich mir bald. Weil ich auch mal wegmachen muss, ist eigentlich der Kredit, den ich habe. Ja. Ja, ich hab's gehört, den Kredit muss zurückzahlen. Ja, richtig. Ich lass einmal das Schneidwerk da stehen, dann kannst du das vorbeifahren. Das ist nicht so meins. Kannst du mir vielleicht eine App empfehlen, wo man einem Kollegen Videos rüberschicken kann? Also solche Videos, die vielleicht auf YouTube kommen oder so, die man rüberschicken kann. Zum Beispiel du, warte mal. Du hast doch gesagt, du hast einen Cutter. Ja. Wie schickst du denn die Videos? Bei Dropbox. Ich lade es auf Dropbox hoch und der kann dann von der Dropbox dazu draufgreifen und dann ziehe ich das von der Dropbox runter. Was ist denn dieser Dropbox? Ja, kann ich da machen nach der Aufnahme. Was ist denn diese Dropbox? Kannst du mir die erklären? Das ist ein Online-Speicher. Der Online-Speicher? Mhm. Bis zu einer gewissen Größe ist gratis und dann, wenn es größer ist, dann musst du zahlen. Wie groß, was die maximale Größe, die du haben kannst? Ich weiß nicht, 5 GB, glaube ich. Oh, dann passt das so groß in meine Cine-Dinger gar nicht. Warum? Weil ich gerne Leuten Videos schicken möchte. Hast du jetzt einen Cutter oder was? Nee, ich habe keinen Cutter, aber Leute wollen mal meine Videos angucken, weil die wollten die mal gerne haben zum Angucken, einfach so. Deswegen. Kann man bei der Dropbox einfach irgendwie linken machen, dass er das bekommt, oder muss der Gegenüber auch Dropbox haben? Der muss ja Dropbox haben. Okay. Zeig's mir einfach gleich mal. Noch da aufnehme dann. Passt das. Jo. Jetzt sind du einfach nur immer die Heubellets da, Alter. Einwandfrei, Leute. Das läuft mit dem Dresch. Das läuft einfach. Yeah. Schon fertig mit Man. Hast du nur die eine Wiese? Was? Du lässt halt einfach das. Das kannst du überfahren, damit wir nicht wieder das Problem haben. Was machst du hier? Nix, ich bin da wegen meinem Hof da. Ja, ja. Halt die Fresse. Mach dich ab von meinem Hof, du Arsch. Ich hab noch nichts gemacht. Ja, du hast schon wieder geguckt. Merke ich mir. Ich bin doch oben bei meiner Wiese, was hast du für ein Problem? Ja. Ich hab dich auf dem Hof gesehen, Junge, ich hab GPS.
hab den GPS-Trigger gemacht in der Zeit, wo du geschlafen hast. Habe ich dir fett in deinen Arsch auch geschoben. Danke, jetzt kann ich wieder alle schneiden, danke. Wow. Hast du auch sowieso einen Cutter, scheiße, sowieso nicht Helmer, also nix hier. Junge, laut irgendwas von, ja, muss ich wieder rausschneiden, Alter. Im Endeffekt machst du wieder irgendein anderer, Alter. Leute, das ist einfach Geschäftsmann, Junge. Der lässt nur andere Leute arbeiten. Mich auch. Der sagt schon nicht zu mir, bring mir mal einen Eistee oder so, Junge. Ja. Bau dir selber ein, so. Ja. Mimi, wir haben uns wieder lieb und dann passt es wieder. Ne. Doch. Bist du homosexuell, ne? Was? Ich hab nichts gegen so Homosexuelle, also kannst du mir das ruhig sagen. Ich glaube, ich deinstalliere die gleich. Weil du gesagt hast, Pipi haben unser Lieb. Was denn? Ich weiß ja gar nicht, was es zu lachen gibt. Also? Bist du oder bist du nicht? Hallo? Bros. Mann, Christi, sollst du immer in meine Aufnahme rülpst. Ich lasse meinen Drescher an, Sprit geht ja auf Zellu. Ach, nix? Denn? Nix? Ja, du hast immer noch auf meine Frage geantwortet. Junge. Sag doch. Daneben nicht, okay. Was denn? Hab ich verstanden, okay. Bist also einer. Ich hab gar nichts gesagt. Und wenn ich nichts gesagt habe, sag ich ja nichts. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe nur keine Bier getrunken. Sagst du immer. Ja. Dann habe ich im Endeffekt doch eine getrunken. Nee. Boah, Alter. Chrissy, du steckst. Ich kann's nicht sagen. Was denn? Digga. Was ist denn? Ey, Chrissy. Chrissy. Was denn? Kannst du dich mal duschen gehen, du stinkst? Was? Oh Mann, ey. Du bist so ein Trottel. Ach du Scheiße! Ich hab voll den Zaun umgehauen, Junge. Jetzt steck ich hier fest, oder was? Oh nee, Alter. Karma. Oh nee, ey. Karma. Wie kann man sich nur... Karma nennt man sowas. Karma. Schnauze, Junge. Nur weil du stinkst. Boah, Alter, fahr doch weg, Herr Kollege. Alter, ich hau dir gleich eine um die Ohren mit Fa. Was tust du? Das merke ich nicht. Boah, jetzt war die Hauskante jetzt mal abgerissen hier. Du Pisser, jetzt lass den Anhänger in Ruhe, Junge, das ist mehr wert als ein scheiß Geld für dich. Jo, jetzt wird's da. Was denn? Ich hab gar nichts gesehen. Ich bin nur gerade ausgefahren. Ja, moderier mal ab die Folge. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's nämlich in der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach du Scheiße. Das ist kein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.